Hier darf man nicht rauchen. Ich weiß. Das ist mein Junior. Der hat seinerzeit meine Fabrik übernommen. Thermostate, Plattenfroster. Seit 45 Jahren Nummer 1 im Norden. Das interessiert ja doch keinen Papa. Und ob das jemand interessiert? Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Die werden es brauchen, ja. Setz dich doch mal hin, Junge, dann machst du mich ganz nervös. Ich muss doch gleich wieder. Hat da etwa jemand geraucht? Ihr was? Also dann. Sich den Laden hier noch leisten. Was? Wieso sagen Sie Ihrem Vater nicht einfach, dass Sie seine Fabrik verloren haben? Sie sagten, dass ich keine Fabrik mehr habe. Also ich finde, Sie sollten es ihm sagen. Und Sie sollten mit dem Rauchen aufhören. Gott bewahre, da werde ich ja noch fett. An tiefgekühlter Haut prallt alles ab. Durch einen extremen Temperaturabfall schließen sich die Poren. Und das Gewebe wird ein nahezu undurchdringlicher Panzer. Ich sage dir, dieser Ort ist ein Jungbrunnen. Wie läuft die Fabrik? Gut. Vielen Dank für die Einladung. Wir kommen gern. Hast du den Champagner schon gekauft? Ach, Papa. Gut, dass wir hier sind. Habe ich dir schon erzählt, dass Gefrierfisch nach einer Lagerzeit von 4 bis 5 Monaten an Gewicht verliert? Ja, schon ein paar Mal. Da sind, können Sie sich auch gleich ein Zimmer hier nehmen. Viel zu teuer. Was haben Sie vor? Sie hatten recht. Ich sollte Ihnen die Wahrheit sagen. Tun Sie es nicht. Was? Sie haben mir doch das so geraten. Ja, um sicher zu gehen, dass Sie es nicht tun. Tja, Pech gehabt. Sagen Sie ihm nichts. Ihr Vater liebt es hier und der freut sich so auf sein Fest. Dann wird es überleben. Ihr Vater wird sterben. Lungenkrebs. Er wollte nicht, dass Sie es erfahren. 3, 4 Monate, vielleicht 5. Schenken Sie ihm diese Zeit. Schenken Sie ihm sein Fest. Okay. Die Zeit. Die Zeit.